Freude groß. Servus und herzlich willkommen zur Ausgabe 34 unseres Basketballmagazins. Wir haben Samstagabend im Audidom Halbfinale 3. Ging gerade zu Ende und das ging wirklich sehr souverän an den FC Bayern Basketball. In der Halbfinalserie steht es aber trotzdem nur 2:1 für die Bayern. Warum das so ist? Es gab auch ein Auswärtsspiel und wie diese Halbfinalserie bis jetzt verlaufen ist, das seht ihr jetzt in einem Minimovie. Das ist der Klassiker der modernen Basketballzeit. Das ist, glaube ich, überhaupt keine Frage. München gegen Bamberg, das klingt schon besonders. Und in den letzten Jahren war es eigentlich so, dass man immer gedacht hat, okay, wer diese Serie gewinnt, egal wann sie in den Playoffs stattfindet, dann wird das der deutsche Meister sein. Danilo Bartel macht die ersten Punkte der Partie. Da haben die Bamberger nach guter Verteidigung dann mal schnell umgeschaltet. Eigentlich die Stärke der Bayern. Cunningham kommt! Eieieiei! Eieiei! Das war auf jeden Fall ein Ausrufezeichen. Booker nimmt sich wieder, die Zeit. Wieder einfache Körbe für Bayern. Danilo Bartel nochmal mit dem Dank, aber alles nur noch Kosmetik. Spiel 2 geht an Bamberg. Die Serie ist ausgeglichen. Heimrecht in den Playoffs, dafür spielt man das ganze Jahr. Und das nutzen die Münchner momentan aus, im Audidom schwer zu bezwingen. Cunningham, die Bamberger switchen und laufen aber direkt zurück zu JC. Schau nur zu! Fühl dich persönlich angegriffen von dieser Bamberger Verteidigung. Das ist nicht playoff-würdig, was die Gäste hier haben. Schauen Sie das an, da ist niemand. Aus dem Dribbling heraus. Letzte Aktion, Cunningham. Die Offensivmaschine des FC Bayern München. Heißt Jared Cunningham, zumindest derjenige, der den Schlag an der Galeere vorgibt. Und damit sind wir wieder bei den 20 Punkten Vorsprung zur Halbzeit. Man wird da selber immer wieder überrascht als Beobachter, was so alles möglich ist in diesem Jahr. Der Sport bringt die eigene Dynamik mit. Das ist eben Basketball. Das ist das Spiel der Läufe. Ja, die Unsicherheit ist zu spüren. Überall die Rückwärtsbewegung, keine Fouls mehr. Große Bamberg hat sich ergeben. Zumindest heute, zumindest hier im Spiel 3.
damit ist hier heute kein Start zu machen. Was bedeutet das Ganze jetzt? Es gibt natürlich ein Spiel 4 und zwar wieder auswärts in Bamberg. Und auf dieses Spiel wollen wir mal eine kleine Vorschau wagen. Halbfinale, Spiel 4, die Bayern am Dienstag wieder in Bamberg zu Gast. Und sind wir mal ehrlich, wer möchte da jetzt gerne noch eine Prognose abgeben? Eben, die Playoffs so schnelllebig, so unberechenbar, so unglaublich spannend und eben mit so vielen Ups and Downs, dass man sich fast alles vorstellen kann. Am Dienstag gibt's jetzt zwei Möglichkeiten. Die erste, die Bayern gewinnen und nutzen damit den ersten Matchball fürs Finale. Die zweite, Bamberg kann wie schon vor einer Woche zu Hause ausgleichen und ein entscheidendes fünftes Spiel erzwingen. Ja, und wie gesagt, man weiß nicht so recht, mit was man rechnen darf. Spielt der FCB wie zu Hause? Der Finaleinzug wäre wohl sicher. Kann Bamberg dagegen den Heimvorteil nochmals nutzen und die Fehler der Münchner bestrafen, ist auch Spiel 5 nicht unvorstellbar. Vor einer Woche ließen die Bayern in Spiel 2 13 Freiwürfe liegen. Eben diese 13 Punkte fehlten am Ende zum Sieg. Drei Tage später im Audidom in Spiel 3 waren es dann wieder 14 aus 16 Versuchen von der Linie und überhaupt der FCB mit einer Demonstration der eigenen Stärke. Sogar aus der Distanz, von wo die Münchner sicher nicht zu den konstantesten Teams der Liga gehören, klappte es am Samstag äußerst gut. Die Ausbeute, ja klar, 13 aus 24. I mean, we came out with a lot of energy. Everybody did their part. Everybody bought into our system and playing together and making shots. And you know, that was the main thing. We made a lot of shots. We kept our lead and we didn't give up. Ja, und um das Spiel mit der 13 noch auf die Spitze zu treiben, am Dienstag spielt der FCB sein 33. Auswärtsspiel seiner BBL-Playoff-Geschichte. Die Bilanz dabei bisher 11 Siege, 21 Niederlagen. Sollte der FCB also am Dienstag in Bamberg das Finale mit Sieg Nummer 12 klar machen, würde Auswärtssieg Nummer 13 zur Meisterschaft reichen, vorausgesetzt, der FCB tritt im heimischen Audidom weiterhin so dominant auf wie zuletzt. Nun ja, das alles natürlich viel Konjunktiv, viel Zukunftsmusik und ohnehin ist am Dienstag wieder mit einer ganz anderen Bamberger Mannschaft zu rechnen. The good thing in the playoffs is doesn't matter how many points you win or you lose, it's just the score. I mean the win or the loss. We will regroup and try again to come for one more chance. Trotz aller nicht vorhersehbaren Optionen ist aber eines klar, der Audidom wird diese Woche wieder brennen. Entweder eben am Donnerstag in einem fünften Halbfinale gegen Bamberg oder am Sonntag dann im ersten Finalspiel gegen Alba Berlin. Denn die Berliner haben sich den ersten Platz im Finale durch ein 3:0 gegen Ludwigsburg bereits gesichert. Und sind wir am Ende dann nochmals ehrlich, bei den Bayern hätte sicher niemand etwas dagegen, wenn erst am Sonntag wieder im Audidom gespielt werden würde. Also, ich habe einen unserer Superfans bei mir, das ist nämlich der Leon. Der Leon schaut nicht nur jedes Basketballspiel, sondern hoffentlich auch jede Sendung von uns, richtig? Ja. Und im Zimmerduell, wer war bis jetzt so am besten? Jared und... Cedovic. Cedovic. Und?
Und mit wem ist er im Team? Mit Gavel. Genau, so ist es. Und als nächstes im Zimmerduell haben wir Team Barbes. Wie die sich geschlagen haben, das seht ihr jetzt. Danilo und Mike zeigen heute im Team, was sie über die Welt der Stars wissen und stellen sich den Fragen der Kategorie Entertainment. Also Entertainment, sorry. Movies und Musik fahren. Wie lange wir gesprochen haben. Bereit? In welcher Stadt findet die Oscar-Verleihung statt? Los Angeles. Welcher Schauspieler übernahm die Rolle des Marty McFly in Zurück in die Zukunft? Kanada. Aus welchem Land kommt Justin Bieber? Kanada. Welche bekannte Schauspielerin ist im Video zu Coolios Hit Gangsters Paradise zu sehen? Keine Ahnung. Wer unterbrach Taylor Swifts Dankesrede bei den Video Music Awards 2009? Kanye. Wie heißt der Schauspieler, der Harry Potter spielt? Ach Gott, das muss man. Ich hab Danny Radcliffe. Ich hab mich eingesehen. Zu Beginn des Jahres 2012 bekamen Beyoncé und Jay-Z eine Tochter. Wie heißt sie? Das ist Ivy Blue. Welcher Eminem-Song brach 2013 den Weltrekord für die meisten verwendeten Worte in einem Lied? 2013. Keine Ahnung, oder? Im Disney-Film Die kleine Meerjungfrau verliebt sich Ariel in einen Menschen, einen Mann namens... Was wusste ich auch. Komm, was war denn raus? Na, da komm ich, da brauchst du ein paar Minuten. Aber. Ariel und Prinz? Harry. Prinz Harry hat sich doch gerade erst die schöne Meghan Markle geschnappt. 5 Punkte auch in der zweiten Kategorie für Team Barbes. Macht insgesamt solide 10 in der Gesamtwertung. Da geht auf jeden Fall noch mehr. Jetzt gehen wir ein bisschen weg von unserer ersten Mannschaft und hin zu unserem Nachwuchs. Wir haben mit Damont Green gesprochen, bevor sie nach Belgrad aufgebrochen sind, die U19. Und in Belgrad, da gab es schon ein ziemlich hartes Pflaster. Man hat mal gemerkt, wie schwierig es doch ist, in Europa zu bestehen. Trotzdem gab es eine Kamera und wir haben auch nochmal mit Damont Green gesprochen, was denn das Fazit daraus war von dieser Reise zum ANGT Top 8 in Belgrad. Gefehlt hat nicht viel. Ich meine, wir haben viele individuelle Fehler gemacht, also insgesamt zu viele Ballverluste und das physische Spiel, hat man auch gemerkt, war auch noch ein Problem für uns. Wir haben viel zu viele Offensiv-Rebounds abgegeben. Thank you.
Ergebnisse waren natürlich nicht, wie wir es uns erhofft haben. Aber wir sind natürlich schon mit größeren Erwartungen dahin gefahren. Das war vielleicht auch ein Problem, dass wir zu große Erwartungen hatten nach dem Turnier hier in München. Aber am Ende trotz drei Niederlagen sehr, sehr viele positive Dinge, die man mitnehmen kann. Zum Glück auch negative Sachen, weil mit negativen Sachen weiß man, woran man noch arbeiten muss, um in der nächsten Zeit erfolgreicher zu spielen. Nach dem Nachwuchs haben wir auch etwas Soziales in der Sendung. Wie ihr wisst, unterstützen wir ja die DKMS, die Stammzellenspender ganz dringend suchen, um den Blutkrebs zu bekämpfen oder helfen, ihn zu bekämpfen. Wir waren da bei einer ganz besonderen Aktion am Hauptbahnhof in München, denn es war ein Sonderzug unterwegs durch ganz Deutschland. Wir zeigen euch mal, was es mit dieser Geschichte auf sich hat. Dürfen wir vorstellen, Bernie, der Lokführer. Und das von einem ganz besonderen Zug, denn am Montag, 28. Mai, ist Weltblutkrebstag. Und genau deshalb hat sich der DKMS-Sonderzug vergangene Woche von München aus quer durch die Republik auf den Weg gemacht. Das Ziel, Berlin, und so viele potenzielle Stammzellenspender auf dem Weg dorthin in die Datenbank aufzunehmen. Der Erste, der sich nicht lange bitten lässt, Schorschi Beischlag, Mund auf, Stäbchen rein, Spender sein. So einfach wie der Slogan ist es scheinbar tatsächlich. Mega einfach, also ich dachte das auch nicht. Man muss sich nur mit 3 Wattestäbchen bisschen im Mund rumwühlen und dann kurzes Formular ausfüllen und das war's schon. Also ist gar kein Act, das zu machen. Und schon ist man eben ein potenzieller Stammzellenspender und damit möglicher Lebensretter im Kampf gegen Blutkrebs. Die 5 Minuten Zeit haben sich Schorschi und Bernie dafür natürlich gern genommen, zumal für den Spielmacher der zweiten Mannschaft die Saison ja bereits beendet ist. Fazit ist, dass wir das grundsätzliche Saisonziel erreicht haben, nicht die Liga zu halten. Natürlich haben wir es uns anders vorgestellt und wollten durch das Einziehen in die Playoffs nicht absteigen, aber jetzt mussten wir halt in die Playdowns und hatten dann noch 6 Spiele. Am Ende war es ziemlich knapp, aber in der Drucksituation haben wir auch immer gekämpft und deswegen war es dann am Ende zufriedenstellend. Das Fazit also so lala, die Saison in der Pro B für die Bayern Youngster von Höhen und Tiefen geprägt und von ziemlichem Druck im Kampf um den Klassenerhalt. Für die sonst so erfolgsverwöhnten Bayern-Talente eine neue und vielleicht sogar lehrreiche Erfahrung. Ja, das wird sich dann in der Zukunft zeigen. Also natürlich spielt man lieber in den Playoffs als in den Playdowns, aber für mich persönlich war es gut mitzubekommen, wie wichtig es ist, ein Team zu sein. Nicht, dass jetzt das Team auseinanderfällt, irgendwelche Spieler nicht mitziehen, sondern wie wichtig es ist, dass alle am gleichen Strang ziehen. Und ich glaube auch, dass das letztendlich der Grund war, warum wir nicht Playoffs gespielt haben, sondern Playdowns. Und das gilt halt in Zukunft besser zu machen. Da weiß einer also schon, wo es anzusetzen gilt. Bevor es aber besser gemacht werden kann, geht es jetzt erstmal in die verdiente Sommerpause. Übrigens nicht mit Bernie als Lokführer, denn den brauchen die Bayern ja im Saisonendspurt noch im Audi Dome. Das ist der Sohn von JC, Jared Cunningham. Der macht sich auch auf dem Spielfeld schon ganz gut, das kann ich euch sagen. JC spielt bisher auch in dieser Halbfinalserie wirklich überragend. Ob er sich im Zimmerduell genauso gut geschlagen hat, gemeinsam mit Kollege Kareem Yallo, das seht ihr jetzt. Biologie heißt die nächste Kategorie für Team Yallingham, die Begeisterung darüber kaum zu toppen. Los geht's. Okay. Hey, the other ones have to do it too, don't you think? All right. Okay. Eid. Ready? Go. A person able to use both hands with equal skill is called what? What animal has the fastest metabolism? Dolphin. What vitamin is produced when a person is exposed to sunlight? C. Which animal has the largest... D. I saw... You said C. No, D. I said D.
Which animal has the largest brain? A whale. What is the largest organ of the human body? Testes. Yeah, testes. What blood type do you need to be a universal donor? In the world of insects, what exactly is a drone? From the beans. What? What panda bears eat primarily? Bumbles. What is the largest internal organ of the human body? Intestine. Which eye color do only approximately green. 2%? That was pretty good. In comparison to the other guys, I will tell you. That's what I'm talking about, you know. I said D. Unglaubliche 7 Punkte holen JC und Karim in Biologie und damit das bisher beste Punkteergebnis in einer Kategorie. Hut ab vor Team Yallingham. Die BayWa kennt ihr nicht nur als unseren Hauptsponsor, sondern natürlich auch von den BayWa Feld Talks. Und es war wieder einmal Zeit, einen Gast zu uns in den Audidome einzuladen. Und dieses Mal war es wieder ein Extremsportler. Er ist Ultra-Trail-Läufer, obwohl er eigentlich mal Fußballprofi war. Wer das ist, das seht ihr jetzt in einer kurzen Zusammenfassung vom BayWa Feld Talk mit Markus Schroth. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres BayWa Feld Talks. Habt ihr schon mal überlegt, 170 Kilometer am Stück laufen zu gehen und dabei so ganz nebenbei vielleicht ein bisschen mehr als 10.000 Höhenmeter zurückzulegen? Also ich nicht. Ich glaube, ich werde mir das auch nie überlegen. Aber unser heutiger Gast, der macht es aus Spaß, nehme ich an, weil es Spaß macht. Herzlich willkommen, Markus Schroth. Das Wichtige dabei oder das Interessante dabei, du warst eigentlich Fußballprofi. Ja, der Sport war mein Leben. Ich war 15 Jahre Profi und davor auch schon, war immer mein Leben. Und der ist auf einmal von 100 auf 0, zack, einfach weggebrochen. Und ja, ich habe es probiert im Grunde genommen, ob es ohne geht. Und dann habe ich gesagt, nee, irgendwas passt ja nicht. Bloß weil jetzt ein Teil, das Knie jetzt in dem Fall, nicht mehr mitspielt, soll jetzt der ganze Rest vom Körper praktisch einfach irgendwo auf dem Sofa sitzen und Däumchen drehen. Ja, das kann nicht sein. Und dann habe ich mir überlegt, ja, was kann ich machen? Und bin dann auf die Idee gekommen, mich intensiv coachen zu lassen zu dem Thema. Ja, mit dem Hintergedanken, ja, vielleicht gibt es ja doch noch irgendeine Möglichkeit, dass das mit dem Knie noch mal was wird. Oder es gibt eine Möglichkeit, dass ich halt besser mit der Situation umgehen kann. Mhm. Aber wie kommt man denn dann vom ich gehe mal laufen, zu so, ich möchte jetzt eigentlich, das ist ja ein Marathon für einen normalen, also einen Hobbysportler schon Wahnsinn. Mhm. Aber das ist ja noch mehr, ist ja ein doppelter oder dreifacher Marathon dann oder noch mehr. Ja. Der entscheidende Moment war 2015, das war so vor 3 Jahren ungefähr, sind wir gemeinsam zum Bergsteigen nach Chamonix gefahren. Mhm. Und dann haben wir gemerkt, als wir hingekommen sind, es ist UTMB-Woche, also Ultra Trail du Mont Blanc. Mhm. Das ist so der World Summit of Trail Running, also es ist einmal im Jahr, die letzte Augustwoche ist praktisch die ganze Welt, alle Augen der ganzen Welt nach Chamonix gerichtet. Die ganze Trail Running World schaut dahin. Das ist, ja, es ist der Lauf der Läufe. Jeder, die Läufer, die trainieren da jahrelang drauf hin, da irgendwann mal teilnehmen zu dürfen, kommen aus der ganzen Welt, aus allen 5 Kontinenten, ist ein einmaliges Erlebnis. Also es ist, wenn ihr da dran denkt, das ist Wahnsinn. Ja? Mhm. Und da war ich so begeistert von der Atmosphäre da und habe Feuer gefangen und habe gedacht, ja, das ist ein Traum, das muss ich irgendwann mal, muss ich da mitlaufen. Ja? Oder was ist deine Strategie, wenn du jetzt merkst, ich will eigentlich nicht mehr oder ich kann auch nicht mehr. Ja, also was jetzt bei mir jetzt beim UTMB war jetzt schon, also die Kraft und die Power, die mir die Kraft gegeben hat, da durchzuhalten, das war einfach die Vision von dem Zieleinlauf. Ja, das war ein Traum für mich, da an der Startlinie zu stehen. Und das habe ich erreicht gehabt und der Moment an der Startlinie war gigantisch. Also das kann ich nicht beschreiben, wenn ich jetzt davon rede, ich kriege Gänsehaut schon.
es ist unglaublich, was da stattfindet. Es sind 2500 Läufer, die im Grunde genommen an der Startlinie stehen und dieses Abenteuer gemeinsam machen. Ja, das ist was, was man gemeinsam macht. Ja, was jeder natürlich für sich, aber irgendwie macht man es auch gemeinsam. Ja, und das ist was ganz Besonderes. Wird dann immer Conquest of Paradise gespielt, also sehr ergreifender Moment. Wo siehst du Parallelen zwischen Teamsport, Fußball als Profi und jetzt auch Laufen, Einzelsport wirklich extrem? Wo siehst du Parallelen oder was macht den Unterschied aus? Was konntest du vielleicht von dem einen ins andere übersetzen? Als Individualsportler oder als Läufer, da bist du natürlich brutal auf deine eigene, wirst du auf deine eigene Leistung zurückgeworfen und wirst natürlich auch mit dem konfrontiert, wo es bei dir klemmt oder wo es nicht klemmt. Ja, also da wird man viel mehr konfrontiert. Ja. Das ist was, was im Mannschaftssport eventuell untergehen kann, ja, wo dann vielleicht mal eine Leistung, die eigentlich nicht top war, untergehen kann, weil jetzt die Gesamtleistung eher positiv war und man dann da so nicht mehr drauf eingeht. Aber das ist beim Laufen oder bei einer Individualsportart überhaupt nicht, ja, sondern da ist ganz klar messbar, jetzt gerade auch noch, wenn es Laufen ist, das Ergebnis. Ja, oder das Ergebnis oder wie man sich fühlt oder wie man sich verhalten hat. Du warst zum ersten Mal im Audiodom vor kurzem, hast dir ein Spiel angeguckt. Erstens, was waren deine Eindrücke? Und zweitens, gerade in diesem Teamsport, wo siehst du da die Herausforderungen auch vielleicht in mentaler Hinsicht besonders? Unser Team ist gerade in den Playoffs, ja, muss sich auch besonderen Situationen aussetzen. Wo siehst du da die Herausforderungen? Ja, also mir hat sehr viel Spaß gemacht hier und Basketball ist ein sehr schnelles Spiel, so habe ich es wahrgenommen. Es geht hin und her. Und was auch sehr spannend ist, finde ich, jetzt von den Spielständen her, es ist unglaublich viel Bewegung drin in so einem Spiel. Und wenn man dann auch mal vielleicht fast 20 Punkte zurück ist, dann heißt es noch gar nichts, ja, sondern da kann immer alles passieren. Ja. Und in der Hinsicht da würde ich das schon so ein bisschen auch mit so einem Ultra-Trail vergleichen, ja, weil es geht aufwärts und es geht abwärts. Ja. Man hat im Grunde genommen alles drin. Und es gibt unterschiedliche Herausforderungen, denen man sich stellen muss. Ja. Was ist denn dein nächstes Ziel? Das ist die eigentliche Frage. Im September den Tour de Géant, die Tour der Riesen. Die führt vorbei an Gran Paradiso, Monte Rosa, Matterhorn und Mont Blanc. Das sind so die vier höchsten Berge in den Alpen. Einmal rund ums Austertal. Das sind 330 Kilometer und 24.000 Höhenmeter. Das ist allerdings was anderes. Ja, das ist ein Mehrtagesrennen. Okay. Ja, also es ist ein Mehrtagesrennen, aber man hat die Wahl im Grunde genommen. Es gibt keine Etappen, sondern wenn man möchte, kann man am Stück laufen. Okay. Ja. Jeder soll immer das machen, was er möchte, sage ich. Dann machen wir es doch so, Markus, wenn du irgendwann während der Tour der Riesen an uns denkst, weil wir ja von den Riesen kommen hier beim Basketball, dann machst du ein schönes Foto für uns, wenn du da irgendwo mitten in den Bergen unterwegs bist und deinen Traum lebst. Und ich glaube, jeder Sportler, der sowas hört, findet es unglaublich, auch wenn man als Profisportler immer große Leistungen bringen muss. Das ist nochmal eine andere Nummer. Größten Respekt für das, was du machst. Und ich hoffe, es macht dir noch ganz, ganz lange Freude und du kannst deinen Traum leben. Danke, dass du bei uns warst. Meine Lieben, das war's auch schon wieder mit unserer Sendung für diese Woche. Zu diesem Zeitpunkt ist es einfach total schwierig, eine Prognose zu machen, wie es weitergeht. Wir haben gesehen, wie nahe Genie und Wahnsinn beieinander liegen. Aber mit vereinten Kräften werden wir das hoffentlich schaffen, das Ding wuppen. Und dann sind wir hoffentlich zu diesem Zeitpunkt nächste Woche schon im Finale. Also, wir sehen uns bei Ausgabe 35 und wir freuen uns auf euch.